So, da sind wir wieder bei Minecraft. Aura! Und beim letzten Mal haben wir uns vorgenommen, dass wir hier kommt was, eine Scheune bauen wollten. Und dass wir Schafe töten wollen, die zu dumm sind zum Existieren. Wieso habe ich das noch nicht ausgefüllt? Ich weiß es nicht. Das ist ein Stück Wolle. Okay, wir müssen das Stück Wolle opfern. Für einen guten Zweck. Es tut mir leid. So. Danke. Die wollte ich doch gar nicht. Kann man doch sogar auch zubauen von mir aus. Das ist mir doch so egal, wie es da aussieht. Guck, da ist es doch auch zu. Nur, dass der Unterschied ist, dass dort noch das ist. So, perfekt. Wunderschön. Pretty. I am impressed. Das ist wunderhübsch. Ich hatte irgendwas in meinem. Alter. In meinem Kopf, dass ich irgendetwas tun wollte in der Welt, außer dieser Scheune. Ich habe aber keinen Schimmer was. Ich wollte Kartoffeln wieder anpflanzen, glaube ich, weil ich welche rausgerissen hatte. Und wenn Modato 35 rohe Kartoffeln in seiner Kiste hat, werde ich die mal dafür hernehmen. Ich habe die irgendwie immer abgebaut in der Folge und nicht mehr angebaut. Hat Manu angefangen, das ganze Feld mit Weizen voll zu hauen. Was auch nicht das Problem ist, weil ich jetzt einfach hier die Millionen Knochen nehmen kann, die wir hier zur Verfügung haben. Hallo Spinne. Hatten. Zur Verfügung hatten. Sind ja scheinbar weg. Und dann jetzt hier mit ganz viel Potato wieder anpflanzen kann. Ich mache halt erstmal den Weizen fertig, dann reiße ich den ab und dann pflanze ich da die Potatos. Du, 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 du. Ja, sollte auf jeden Fall aufgehen. So. Das alles wird dann jetzt Potato-Feld. Aber es ist ja schön, dass jemand das Feld mal repariert hat. Es hat ja ein paar Lücken drin gehabt. Und ich war da immer zu faul, das zu reparieren. Weil, bevor uns jetzt hier noch die Kartoffeln ausgehen und wir fangen alle an, in 5 Folgen zu verhungern, kümmere ich mich da lieber am Anfang schnell mal drum. Auch wenn ich die Kartoffeln von Maudado nehmen musste, die nicht gebraten waren. Es tut mir leid, Maudado. Ich habe hier selber noch 1 Million Kartoffeln. Kann ich eigentlich die 30 Stück Maudado in seine Kiste zurücklegen? Oder wir braten einfach alle. Ich weiß es noch nicht. So, da brate ich 1 Stack Kartoffeln. Und euch brate ich da. So, ganz viele Kartoffeln. Hippie-Pura. Da ist wieder ein Eimer. Manu sucht ja ständig einen Eimer irgendwie. Und irgendwie ist nie einer da. Esse ich auch ein Steak und packe das auch hier rein. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwo hier Steaks einsortiert sind. Auf jeden Fall sind hier Werkzeuge verzaubert. Das war, glaube ich, Manu. Das sind auch die Bücher von Manu. Bei seinem Versuch, was Krasses beim Amboss herzustellen. Der Amboss wird auch bald kaputt gehen. Aber es gibt ja nicht so etwas wie einen unendlichen Amboss. So, und jetzt, wo wir uns um das alles gekümmert haben, mein Inventar möglichst ausleeren. Den Weizen bringe ich noch zum Kuhfeld. Das kann ich noch machen. Und danach können wir anfangen, dann einen Weg zu bauen, weil. Okay. Okay, ja. Manu wollte ja, dass wir mehr Leder haben. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass sein Wunsch in Erfüllung ging. Ach, lauf einfach so durch. Yeah, macht Liebe. Es wird immer noch weniger. 2 Tiere noch, komm. Ein Tier noch? Okay. Wie soll ich hier jemals rauskommen, ohne alle Tiere rauszulassen? Na, ging doch. Stirb, Babyschaf. Alter. Hier, nehmt eure Wolle zurück. Weißt du, und währenddessen laufen hier irgendwelche Kühe durch die Landschaft und lassen sich umbringen von mir. Müsst aufpassen, hier gibt es Wilderer, die bringen die Kühe einfach grundlos um. Könnt euch nicht nachts draußen rumtreiben, ihr kleinen Mukus.
So, wir gehen nochmal schlafen, damit wir noch mehr Zeit verschwenden von unserer Folge. Und dann fangen wir vielleicht mal an. Aber nur vielleicht. Vielleicht riecht er nochmal 5 Kreise im Kreis. Was? 5 Runden im Kreis. Da ich meine ganze Steine Manu geschenkt habe für seinen Turm. Kann ich vielleicht in nächster Zeit wieder selber anfangen, Steine zu farmen und dann mal wieder eine Fragefolge machen. Das war meine geheime Intention dahinter natürlich. Das habe ich gewusst. So, so und so. Hier kommt was. Dann machen wir das einfach ein wenig länger. Zack, zack. So. Wollen wir bis zu der Ecke hier hinbauen? Wenn das jetzt Rand wäre, dann hätten wir so einen 3-Kästchen-Weg. Finde ich ganz gut. 1, 2, 3. So. Ja, auf so einem breiten Weg kann man Tiere besser führen. Also, dass der Weg sich dann noch hier mit Holz gezogen wird. Kann ich gleich die Blöcke nehmen. Und da auch. Dann könnte man aber theoretisch die Reihe schon austauschen. Und die Reihe austauschen. Weil das so muss. Es wird eine Ewigkeitsaufgabe. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt komplett am Stück fertig bauen werde. So. Ich denke, ich werde den Weg jetzt einfach noch ein bisschen in die Richtung ziehen und dann nochmal eine Kurve gehen. Ich weiß, ich könnte es jetzt gerade schon hier hinbauen, aber ich will die nicht so nah an Mr. Moore seiner Burg kleben haben. Machen wir einfach erstmal so, ganz vorsichtig. So. Ja, sogar ein bisschen zu... Na, lassen wir es erstmal. Einfach abwarten. Zack. Jetzt brauchen wir auch wieder bestimmt tausende von Steinen, um den ganzen Weg zu bauen. Und Holz und alles. So. Zack. 1, 2, 3. Bis dahin. So, und da kommen dann halt überall die Zäune drauf. Zack, zack. Brauche ich auch nicht mehr hier zu einer Abgrenzung. So. Genau, und dann kommen da so Zäune entlang. Habe ich hier noch Zäune? Bestimmt. Ich habe immer Zäune. Ja, ich habe immer Zäune. Und dann in die Richtung wird dann einfach so eine riesige Scheune stehen. Wie genau die aussehen wird, weiß ich zwar noch nicht, aber nebensächlich kommen wir schon noch drauf. Finden wir schon noch raus. Nehmen wir mal das Output. Kann ich mir eigentlich hier eine Werkbank hinhauen? Slips. So. Machen wir es so. Ja. Sieht wenigstens noch ein bisschen mehr aus, als einfach nur, dass es in der Luft schwebt. Dann wollte ich dich, Oakwood, verarbeiten zu 5 Millionen Sticks. Die 5 Millionen Sticks wollte ich hier platzieren. Zack. Und zack. Ja, wieder ein paar Zäune. Wie viele Zäune ich schon in dem Projekt gesetzt habe. Minecraft Zaunroh. Das Projekt, wo es nur darum geht, Zäune zu setzen. 2 Kästchen Weg, würde ich sagen. Das war jetzt 1 Kästchen. 2 Kästchen. Geil. Ach, wenigstens gefangen. So, und ab hier wird es dann breiter. Also ab hier entsteht dann die Grundfläche.
If you know what I mean. Und die Holzumrandung wird nur bis hierhin durchgezogen. Ab hier wird dann eine feste Wand gezogen, weil die Tiere ja immer durch die Wände durchglitschen. Und das wollen wir eben verhindern. So, 1, 2, 3, 4. Ab dem hier, okay. 1, 2, 3. Stein leer. Nein, ich brauche mehr Stein, schnell. Oh, ich darf übrigens die CDs einlegen. Mit Manu finde ich da 1 Million Schallplatten. Durfte sie die verwenden, weil er selber Musik reinschneidet, dieses faule Stück. Chirpy. Schön derpig, die Musik. Ist doch gut. Voll am Arsch der Welt und ich höre es immer noch gut. Aber mit Kopfhörer am Anfang genau von welcher Richtung es kommt. Zumindest in diesem Spiel. Keine Ahnung, wie es im Video dann letztendlich ist. So, zack. Das war mal 64, das ist doch schön. So, und dann nochmal. 1, 2, 3. Drüben auch nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, sollte breit genug sein. 1, 2, 3. Vielleicht reiße ich auch nochmal ein paar Reihen ab. Ich weiß es noch nicht. Sonst wird das nämlich sehr, sehr steinlastig. Aber dafür hätten wir eine riesige Fläche für die Tiere. Ich weiß noch nicht. Einfach mal schauen, wie sich entwickelt. Wird schon irgendwas Hübsches rauskommen. Ob ich es dann scheunenförmig bauen soll? Oder ob ich einfach so ein offenes Gelände bauen soll? Achso, ich habe ja noch... Ich wollte schon wieder umdrehen und neuen machen. Aber dabei habe ich doch noch ganz viel. Das müsste morgen sein langer Weg. Wegen dem ist der Server ja mal gecrashed. Weil der irgendwie so weit gebaut hat, dass... eher in verbotenen Chunks war. Also korruptierten, wegen den ganzen neuen Versionen von Minecraft. Da verträgt sich ja die Welt nicht manchmal. Und da hinten sind scheinbar noch irgendwelche Dateien, die nicht ausgetauscht wurden. Da ist der Server die ganze Zeit abgeschmiert. Als Mr. Moore aufgenommen hat. Ja, ja, der Mr. Moore. Macht alles kaputt, wie immer. So. Ich habe gestern Nacht noch 3 Folgen Dark Souls aufgenommen. Und ich hab Spaß. Aber das DLC hat echt böse, böse Stellen. Also ich habe gestern mit dem Dark Souls DLC angefangen, falls es noch jemand nicht mitbekommen haben sollte. Hust, Eigenwerbung, Hust. So. Mehr Stein. Ja, ich glaube, für nächste Folge können wir eine Steinfarm-Folge machen. Weil ich dann gechillt über Themen, ja. Komm, schenke ich mal nur alle meine Steine, brauche ich welche. Ist doch immer so. Immer. Erst 100 Folgen kein Steinmangel und dann auf einmal, oh, ich brauche Steine. So. Die Steine brauche ich gerade weniger. Ja, aber das wird doch eine schöne Fläche. Und ich finde es immer schön, wenn man sowas in der Folge baut. Habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in Aura. Aber es sieht dann, man fühlt sich immer so, als hätte man was erreicht, wenn man dann so in der nächsten Folge dahin geht und sieht auf einmal, dass hier so eine riesige Fläche entstanden ist. Und das alles nur durch die Macht der Magie, durch Bauen. So und so. TTT und Destiny lade ich ja gerade noch abwechselnd hoch, weil ich ja von Destiny noch 6 Strikes gab es gesamt, also Dungeons. Und da habe ich, glaube ich, jetzt 4 hochgeladen und 2 Stück habe ich noch. Die lade ich momentan noch abwechselnd mit TTT hoch. TTT habe ich aber auch schon wieder Folgenknappheit so gesehen. Auch wenn ich es nicht regelmäßig hochgeladen habe. Einfach wir kommen in letzter Zeit recht wenig dazu. Und das ändert aber nichts dran, dass es trotzdem halt noch alle 2 Tage wahrscheinlich eine Folge TTT gibt momentan. Ich weiß nicht wie lange. Ich sag dann wieder Bescheid, wenn die Folgen leer sind auf jeden Fall.
Und ich habe schon ein paar Spiele im Blick, die ich nach Dark Souls auch noch machen werde. Also wieder Indie-mäßig wahrscheinlich. Weil ich ja nicht nur Dark Souls. Ja, da bin ich ja so gesehen sogar fertig mit Dark Souls. Wie lange das sich jetzt gezogen hat? Halbes Jahr oder so. Also seit der Ewigkeiten auf jeden Fall. Ich habe das Let's Play sogar auf der Konsole gestartet. Aber die DLCs sind ja am PC Gott sei Dank gleichzeitig erschienen. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit. War recht cool, so alle paar Monate nochmal das Spiel zu spielen oder jeden Monat nochmal das Spiel anzumachen wegen den DLCs. Gut, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Minecraft Aura. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann. Wunderbar.